Jährlich erkranken über 300 Kinder in Österreich an Krebs. Plötzlich und ohne Vorwarnung werden Eltern und Kind von dieser Diagnose überrascht. Schlagartig verändert sich die bisher vertraute Lebenssituation der gesamten Familie. Es beginnt ein langwieriger Kampf gegen die Krankheit, der für das Kind auch sehr schmerzhaft ist. Ein Lymphknotenkrebs. Ich habe einen Keimzelltumor gehabt. Das ist ein Gehirntumor. Leukämie. Ja, gerade bei den kindlichen Krebsformen kann man sagen, dass das eigentlich spontan kommt und schicksalshaft auftritt. Das heißt, es gibt nicht wirklich Möglichkeiten, da vorzubeugen und das zu verhindern. Diagnose Krebs bei einem Kind. Ungewissheit und Furcht beenden das gewohnte Leben der betroffenen Familie und reißen den jungen Patienten aus seinem sozialen Umfeld. Den Freunden des Kindes fehlt meist das Verständnis für die neue Situation. Das Kind geht alleine durch eine sehr schmerzhafte Therapie. Ich habe Kreuzweh gehabt. Ganz, ganz viel Kreuzweh. Und es ist immer ärger geworden und nicht besser. Es gibt leider sehr wenig Frühsymptome. Und das gilt nicht nur für die Kinder, sondern zum Großteil auch für die Erwachsenen. Das heißt, wenn die ersten Symptome aufgetreten sind, die meisten Krebsarten schon relativ fortgeschritten. Ja, ich habe im Sommer Kreuzweh gehabt und dann war ich, also mir haben wir geglaubt, ich habe mich verlegt oder so irgendwas. Es ist schon festgestanden, dass ich das Schuljahr nicht schaffen werde, dass ich lauter 5 haben werde, was eigentlich für mich jetzt nicht ungewöhnlich war, weil ich war nie wirklich ein guter Schüler. Und und Schule war schon gelaufen für mich, weil das sowieso wiederholen nicht müssen. Und ich bin dann zu meiner Tante nach Wien gefahren zur Erholung vom Schulstress. Das haben wir alle geglaubt, dass der Schulstress dafür verantwortlich ist, für die negativen Noten und so. Und dann hat er einen Bluttest gemacht und dann habe ich zu meiner Mama schon gesagt, ich habe eh keinen Krebs. Und meine Mama hat das ein bisschen gelernt. Und sie hat gesagt, nein, die Leute passen voll und nein, das passt eh alles voll. Und ich noch gut, habt sich das nicht gell. Wie in Wien war, da war es also schon richtig schlimm. Also von Wien habe ich nur mehr wenige Erinnerungen. Also ich weiß, dass ich einmal in einem Geschäft vor der Auslage eingeschlafen bin. Dann habe ich auch auf einmal doppelt gesehen. Da beim Hals sind meine Lymphknoten angeschwollen. Und dann sind wir halt einmal zum Hausarzt gefahren. Die hat uns dann so Medikamente gegeben, dass es halt weggeht. Also ich habe es eigentlich gar nicht so wirklich erfahren. Sie haben uns umgeschickt. Meine Mama hat es von den Rettungsleuten erfahren, dass wir auf die Onkologie kommen. Und für meine Mama war das ein Schock mal 30, hat mir es aber nicht gesagt. Und ich bin reingegangen und in die Krebsstation. Und es sind einfach lauter Glotzer die Kinder um und um gerannt. Und ich habe mich gar nicht auskennen und mir gedacht, Alter, wo bin denn ich jetzt? Ja. Und dann hat die Schwester mit mir eine Rundführung gemacht und hat gesagt, dass hinten die Getränke von der Kinderkrebshilfe gesponsert werden. Und dann ist für mich alles zusammengefallen. Also da habe ich gewusst, wo ich bin. Ja, der Hausarzt hat zuerst nur angerufen, wir sind runtergefahren. Wir haben noch gar nichts gewusst. Zuerst. Etwa die Hälfte der Kinder erkranken an einer Leukämie oder auch an einem Lymphom, das ist also ein Drüsenkrebs. Die zweithäufigste Tumorerkrankung, ich sage bewusst hier Tumorerkrankung, sind Hirntumore. Die sind machen etwa 20-25% aus. Warum sage ich Tumorerkrankung? Die müssen nicht immer bösartig sein, aber wenn ein Tumor im Hirn sitzt und an einer Stelle, wo ich nicht operieren kann, ist er letztlich auch bösartig, auch wenn er rein die histologischen Kriterien, also die Kriterien eines Krebses, nicht erfüllt. Also das sind die zweithäufigsten. Die anderen sind dann durchaus selten. Die häufigste Form der Krebserkrankungen bei Kindern ist die Leukämie, eine Erkrankung des blutbildenden Systems. Das Blut wird im Knochenmark aus Stammzellen gebildet. Im Knochenmark befinden sich Millionen von Stammzellen, die sich ständig vermehren. Man kann 3 Arten von Blutzellen unterscheiden: rote und weiße und die Blutplättchen. All diese Zellen erfüllen unterschiedliche lebenswichtige Aufgaben. Die
Die roten Blutkörperchen transportieren den Sauerstoff von der Lunge zu den einzelnen Organen. Durch sie bekommt das Blut seine rote Farbe. Die weißen Blutkörperchen dienen der Infektabwehr. Sie bekämpfen Eindringlinge wie Viren und Bakterien, damit man zum Beispiel nach einer Erkältung wieder gesund wird. Die Blutplättchen sind zur Blutstillung bei Verletzungen zuständig. Damit stoppen sie die Blutung und alles verheilt. Bei einer Leukämie entwickeln sich die weißen Blutkörperchen nicht mehr richtig. Sie nehmen explosionsartig zu, können aber ihre Aufgabe nicht mehr korrekt erfüllen, da sie nicht richtig ausreifen. Wenn sie sich immer weiter vermehren, verdrängen sie andere Blutkörperchen. Von denen gibt es dann zu wenige im Blut und so können auch sie ihre Aufgabe nicht mehr richtig erfüllen.